Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, vor einer Woche haben wir in unserer Serie Tiere suchen Menschen die Weimaraner Hündin Zoe vorgestellt, die wegen nicht artgerechter Haltung in den Tierschutz kam. Zoe hatte gleich Glück, denn mehrere Interessenten fragten im Tierheim nach. Nun wird das beste Zuhause für sie ausgesucht. Die Katzendame Mia, unsere erste heutige Vorstellung, wurde 2012 schon einmal vorgestellt und fand damals auch ein Zuhause. Nun kam Mia in die Arche Noah zurück, weil das neue Revier ihrem Charakter nicht entsprach. Sie konnte dort nicht so frei leben, wie sie es wahrscheinlich vorher gewohnt war und braucht. Die bisherigen Besitzer haben gemerkt, wenn Mia zu sehr eingeschränkt wird, zeigt sie ihren Unmut mit ihren Krallentatzen. Tierheimleiterin Katrin Mattes weiß, dass dreifarbige Katzen meistens eine gewisse Dominanz besitzen und ihren Weg selbst bestimmen wollen. Mia lässt sich gern mal streicheln, aber sie bestimmt, wann die Schmusestunde vorbei ist. Deshalb wird für Mia ein Zuhause ohne Kinder gesucht, denn die könnten die etwas unberechenbare Katze nicht einschätzen. Unter Katzenfreunden gibt es richtige Katzenkenner, die gerade die etwas eigenwilligen Katzen lieben. Und solche Menschen braucht Mia. Gesucht wird ein Zuhause, wo sie raus und rein kann, wie sie möchte. Ein Revier, das nur ihr gehört und natürlich trotzdem alle Bequemlichkeiten eines schönen Katzenlebens. Das wäre nach Mias Geschmack. Mia ist eine sehr schöne und freundliche Katze, wenn man ihren Lebensstil akzeptiert. Nun stellen wir noch ein junges, rot getigertes Katzenmädchen vor, das sehr abgemagert zur Arche Noah gebracht wurde. Die Katze hatte sich in Gotha in der Goldenen Aue in einem Garten einen Platz ausgesucht und ihn nicht wieder verlassen. Vielleicht hatte das Tigerchen nicht mehr viel Kraft und wollte nicht weiter. Katrin Mattes kann sich vorstellen, dass das Kätzchen rollig war und sich auf den Weg nach einem Partner gemacht hat. Es sieht jedenfalls aus, als wäre es schon länger unterwegs gewesen. Eine wildgeborene Katze ist das Tigerchen nicht, denn sie ist anhänglich und an Menschen gewöhnt. In der Quarantäne eingesperrt zu sein, gefällt dem jungen Miezchen natürlich überhaupt nicht. Es sehnt sich sicher danach, wieder durch die Frühlingswiesen zu streifen. Vielleicht hat die Katze Glück und wird von ihren Besitzern erkannt und schnell befreit. Die Besitzer könnten im größeren Umkreis des Fundortes zu Hause sein.